Reisende reisen selten bis Elba. Man machtet euch halt selber. Hallo Männer, heute Madeleines Schuldi-Video wieder. Ihr seht, hier leuchten zwei Lämpchen. Moin, die wieder mal. Ja, egal. Und hier sind dann mal die Aufbauten, sind ganz einfache. Einfache echte Schuldiefs. Ne? Es geht normales Schuldief, echtes Schuldief. Ich habe das ja an zwei Batterielaufen, hat mir das hier aufgeschrieben und so, gut, das glaubt ihr mir ja eh nicht. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch einfach mal den Verbrauch von der Schaltung hier. Die will ich nicht abbauen, die lassen wir mal. Erstmal, dass ihr es gesehen habt und ich mache dann noch Schaltplan und so. Und Barbara, ihr seht ja, da ist nicht viel dazu. Und dann könnt ihr quasi eine LED zumindest mal umsonst, nahezu umsonst leuchten lassen. Ne? Gut, ich baue das jetzt mal auf und dann gucken wir uns das mal an. So, ich habe euch mal eingehangen. Und ich dachte, wir machen das jetzt gleich zusammen. Weil sonst glaubt das schon gar nicht. Und zwar messen wir jetzt einfach mal den Strom, den die Schaltung verbraucht. Erstmal können wir ja Spannung messen. Oh, jetzt hätte ich fast auf Kurzschlussspannung gemessen. Warte mal, nehmen ein anderes Multimeter zum Spannung messen. Da brauche ich nicht umklemmen. So, hier. Und ja, gehen wir hier ran. Und da sind wir bei 1,332. Ist am Fallen. Und im Vergleich zu dem anderen Schuldief ist es halt interessant, das zieht weniger auf dem Ampermeter, werdet ihr dann gleich sehen, aber die Batterie fällt schneller. Ne? Also mit der Messerei können wir uns, zumindest in dem Fall, kannst du das schenken. Das ist ja so ein Mini-Schuldief, das hat der Segelohrenbob mal vor Jahren gewickelt. Und ja, leuchten tut es noch. Ne? Seht ihr das in der Kamera überhaupt? Wahrscheinlich nicht. Ne? Ich mache mal kurz das Licht aus, damit ihr auch seht, dass es leuchtet. Ne? So, jetzt machen wir einfach mal die Batterie raus und messen die Ampere, die jetzt aus der Batterie in die Schaltung gehen. Ne, wenn ich abklemme, hier ist die Tesla-Spule unten drunter abgeschalten. Und ja, nee, Spaß. Ach, wieso, hier gibt es ja eh nicht, ne? Ist eh egal. Und jetzt machen wir hier ran. Wir gehen auf. Achso, da bin ich im falschen Messbereich. Ja, muss ich doch umstecken. Naja. Stecken wir um. Auf Milliampere. Ne? Gleich- und Wechselstrom. Natürlich Messfehler, ist klar. Ne? Alles Messfehler. Und wir gucken mal. Zieht sitze? Ja. Läuft. Warte, ich mach mal kurz aus. Seht ihr die LED? Ja. Ja. Interessanterweise zeigt es jetzt 0,05 mA an. Ist auf jeden Fall mehr geworden, weil es war nämlich 0,02, glaube ich. Ich kann jetzt mal versuchen, an dem Potti noch ein bisschen rumzudrehen, dass man auf den Wert kommt, den ich hatte. Aber ich denke, das ist schon eine Hausnummer. Probieren wir es mal. Falsche Richtung. Kann doch sein, weil ich das jetzt bewegt habe oder so, ne, dass das Potti sich verstellt oder was weiß ich, ist mir auch egal. So, hier. LED leuchtet noch und hier seht ihr es. Oder ist das auf der Kamera drauf? 0,01 mA. Na? Spannung habt ihr gesehen, 1,3 Volt irgendwas. Vielleicht ist sie jetzt sogar wieder am sich erholen. Wir können ja mal kurz spaßenshalber gucken, nochmal nach der Spannung. Also es ist kein normales, einfach normales Schuldief. Ne, guckt, ist sogar gefallen. Ne? Obwohl wir weniger verbrauchen. Also das kann man als Indiz noch nehmen, aber für die Schaltung jetzt, für den Aufbau kannst du das vergessen hier. Das zeigt nur noch Null an. Ja, genau, Null. Ne? Es fällt aber trotzdem. Und bei der anderen Schaltung ist es so, dass die überhaupt nicht fällt, quasi, obwohl es mehr verbraucht als die Schaltung. Ne? Das ist ganz komisch. Ja, wie gesagt, ist nicht viel dazu. Kleine Schaltung hier. Echtes Schuldief. Und
Ja, was sagt ihr dazu? Kriegt ihr das auch so hin? Ist das normal? Also ich hatte das so noch nicht, weil mal zum Vergleich, so, warte mal kurz. Es werden natürlich wieder einige sagen, ja, das ist ganz normal, haben alle, ja, ne, zeigt halt nur niemand, ist klar, ne. So, für alle, die nicht so ganz tief drin sind in der Bastelei. Wir haben damals AAA-Herausforderungen gemacht und da dabei, nebenbei habe ich mit einem Atze, haben wir den Looper nachgebaut vom Laser-Saber. Und ja, das ist der hier, der zieht, ich will jetzt nicht lügen, ich lebe 5 mA oder sogar 20 mA, die Looper-Geschichte. Ne? Ja, guck mal hier. Naja, also das kannst du, ja, naja, ich sag da lieber nichts dazu. Da könnten wir höchstens mal ein extra Video machen von der Geschichte, weil das ist ja eine Riesensauerei. Aber naja. Gut, ich denke, das ist das, was ich zeigen wollte. Wir können ja spaßenshalber mal, soll ich mal versuchen, dass wir es wirklich auf Null kriegen. Ich meine, ist klar, die ist jetzt natürlich nicht mehr volle Kanone an die LED oder so, um Gottes Willen, ne? Leuchtet halt einfach nur Null. Ja, in diesem Sinne, viel Spaß. Wenn ihr Interesse dran habt, lasst mal ein Abo oder ein Like oder ein Kommentar da oder so. Aber ich denke, ihr habt das ja auch alle, dass LEDs leuchten mit null Verbrauch. Ist, denke ich, ganz normal. Ne? Na gut, alles klar. Tschüssi.